Let's go, Daumen nach oben. Dann wird man dich loben. Let's go! Seven Words World, Sascha Huber Interview. Was geht ab? Das hier ist das erste von 7 Interviews, das wir mit allen Teilnehmern von Seven vs. Wild Staffel 2 produziert haben. Ab heute kommt in täglichem Abstand jeden Tag ein weiteres Interview. Wir starten heute mit Sascha. Bei Staffel 2 hat sich einiges zu Staffel 1 geändert. Hast du dich in irgendeiner Weise auf diese Änderungen oder allgemein auf Seven vs. Wild vorbereitet? Ich sag dir jetzt nur was. Ich bin gerade im Buddhistenkloster, ja, für Video. Komm da raus, Handy abgegeben. Komm da raus. Oh nein! Nachrichten. Oh nein, der Arme. Staffel 2. Staffel 2. Seven vs. Wild. Jetzt sag ich auch schon Seven in the Wild die ganze Zeit. Seven vs. Wild. Nicht so ja, aber nominiert. No, das ist ja nix, hat nichts zu bedeuten. So. Nominiert sind vielleicht viele. Komme ich nach Hause, richtig, die Community macht richtig Stress. So jetzt. Was ist los? Wir wollen Feedback. So. Ich habe mir eine Woche Zeit gelassen und wusste nicht, ob ich mit dabei sein soll, weil auch bei der ersten Staffel wurde ich angefragt und da habe ich mich, habe es mir echt nicht zugetraut. Ich habe es mir einfach nicht zugetraut. Krass, aber auch eigentlich bei der ersten Staffel. Wurde ich halt öffentlich nominiert. So. Ich so, okay, fuck, was mache ich jetzt? Aber natürlich entscheide ich dann immer noch für mich, egal, ob jetzt Druck oder kein Druck. Ja. Und habe mich dann dazu entschlossen, so. Mitzumachen. Und der Unterschied, ich habe mich vorbereitet, habe mir versucht vorzubereiten, auch mit Jagdkommando, Spezialeinheit, Österreich, Bundeswehr und so. Punkt ist aber, du wirst von Helikopter geschmissen. Oh Gott, das war so schlimm. Irgendeinen Spot. Ich hatte im Kopf Sand, Palmen, geil, richtig weit geht's rein so. Da kann ich Steinstrand bauen und alles ist freie Fläche. Nix da. Nur Steine. Nur steile Hand, Kokosnüsse, voll mit, ne? Stein. Und ja, doch, er hatte ein paar Kokosnüsse. Und dahinter ist einfach mal Grufenwald. Aus. Keine Option, dass du irgendwie da rumgehst oder irgendwas dir anschaust oder zumindest für mich nicht. Und auf das kannst du dich nicht vorbereiten. Es ist einfach Next Level und für mich einfach komplett so, boom, schwimm darüber. Wo bin ich da jetzt, verdammte Scheiße? Der Sascha ist so sympathisch, das ist unglaublich. Also wirklich, das ist so ein Schock. Du hast ganz anders im Kopf dir ausgemalt. Aber wenn das dann rauskommt dabei, dann ist es einfach nur ein Schock. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast es dir etwas anders vorgestellt. Eine Sache, mit der ihr bestimmt auch nicht gerechnet habt, war der etwas speziellere Drop-Off. Erzähl uns bitte, wie der Drop-Off-Tag für dich abgelaufen ist. Halleck hat gesagt, etwas speziellere Drop-Off. Alter, die sind aus dem Helikopter gesprungen. Ich sag dir jetzt eine geile Geschichte. Vom Aufwecken vom Drop-Off-Day. Was passiert? So, mitten in der Nacht. Oh mein Gott, ich kann nicht pennen, ganz klar, gell? Nehmen wir uns diese Tropfen, so pflanzliche, damit ich irgendwie runterkomme, ey. Ich war so nervös. So. Mein Herz geht die ganze Nacht bum, bum, bum. Irgendwann höre ich um 4 Uhr morgens jemanden im Gang stehen. Wen sehe ich? Knossi und Otto. Sehe ich Otto in der Vollmontur, schwarzes Gesicht. So, Otto, ey, was machst du? Ja, ich habe eine Falle gebaut. Wenn die uns aufwecken kommen, dann würden die so eine Aludose entgegengeschossen bekommen. Aber die sind Falle gebaut. Jetzt gehe ich die suchen. Klar. Ja, wo ist Bodi? Ja, er sagt, ja, geh einfach, versuch. Als ob das so ganz normal ist. Ich habe eine Falle natürlich gebaut, so, hallo? Was erwartet ihr? Was denkt ihr? Rauszufinden, wo das Orga-Team schläft. Was passiert dann? Wir warten inzwischen den Gang, Knossi nicht, dann kommt er zurück, Otto. Sagt er, fuck, sag ich, was? Er hat gerade bei irgendeinem älteren Ehepaar angeklopft. In seiner vollen groß, schwarz angemalt. Unangenehm. Und er wollte sagen, was ist jetzt los? Was sagt er so? Unangenehm. Sorry, wrong door. Oh mein also Gott. Ich glaube, die sind an dem Tag einfach... Oh mein Gott, das alte Ehepaar hat wahrscheinlich total Schiss gehabt. Auf einmal so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, Panama, dies, das. Also, ich hätte richtig Schiss. Oh mein Gott, stell dich vor, einfach so klopf, klopf, klopf. So jemand komplett schwarz angemalt. So sieht aus wie so ein Verbrecher oder sonst irgendwas. So, oh. Wrong door, sorry. Oh no, oh no. Was da haben die sich gedacht? Die wissen ja gar nichts. Also das ist ja ein altes Ehepaar. Und ich so, oh mein Gott, die Armen. Vom Modell wieder ausgecheckt und kommt dann zu uns. Gott, ja, hat im Moment natürlich nichts mehr Trauma. Gemeint. Einfach nur noch gefiebert. Dann morgens beim Frühstück. Knossi kommt her, sagt einfach, Sascha, was machen wir? Überall die Kameras, blendet man aus, gell? Wir werden schnell am Frühstück, wir fangen gleich los. Sascha, was machen wir? Wir müssen uns gegenseitig motivieren. Wetten wir 10.000 Euro. Wenn wir es beide schaffen, Schüler, keiner was. Aber nur damit keiner aufgibt. Passt. Ja, ist echt einfach gut. Okay. So, ich denke mir nichts dabei. Noch nie in meinem Leben so eine Summe irgendwie gewettet. Irgend so ein Scheiß. Plötzlich sehe ich so, Scheiße, überall Kameras. Ist das jetzt ernst? Ja, das ist jetzt fix. Ja, passt, fix. Gut, okay. Das ist noch am Morgen passiert. Und dann sind wir los. Und die Ankunft im Helikopter war für mich eigentlich ganz krass, ich bin mit Jakob schon mal herumgefetzt, aber ich musste die ganze Zeit aufs Klo. Ich hab's echt nicht mehr ausgehalten. Das ist so, ey,
wir sind da ewig lang herumgeflogen. Ja? Wie lange waren wir da in der Luft? Sicher 45 Minuten oder Stunde oder was. Und ich habe natürlich davor extrem viel getrunken, damit ich dann eben, falls es keine Süßwasserquelle gibt, nicht sofort Wasser Lever. Und die ganze Zeit so, ich muss aufs Klo. Nein, Arme! Der Ball ist da dran. Und oh nein! Es war schief gegangen. Runtergesprungen. Oh nein! Direkt. Alles schön laufen gelassen. Das waren so meine Verbindungen zum Helikopterflug und früh und morgen danach. Ja, oder morgen. Sympathisch. Was war dann dein erstes Gefühl, als du die Helis gesehen hast? Geil. Ich dachte mir, hoffentlich der Heli nicht das Boot. Ich dachte mir einfach, so ein Start, was gibt's Geileres? Du springst da vom Heli, fällst da ins Wasser rein, es macht mal einen Knall, so richtig wumm. Gott. Du gehst mal 4 Meter unter, gehst wieder auf. Er hat es total gefeiert. Einfach, Gott, ich hab den Herzinfarkt bekommen. Mit was für einen Knall kann sowas bitte noch heftiger starten? Nur Herzinfarkt. So, du weißt, Helikopter fliegt weg und es ist bis ganz allein. Also Gott. Das ist so ein Moment, der hat richtig geprägt. War krass. Okay, top. Also mit positiven Gefühlen reingestartet. Wie hat sich das dann aber in Richtung von Tag 3 geändert, als das Wetter immer schlechter wurde? Ja, also es war so, ich bin angekommen und dachte mir erstmal, Coolie Challenge startet jetzt endlich. Monatelang, wochenlang darauf vorbereitet. Endlich geht's mal los. So, aber dann, schon gecheckt, bei mir sind nur Felsen. Alles ist anders. Was mache ich da? Blöd gelaufen. Und dann hatte ich ja noch meine spontane, kann man das jetzt hier schon sagen? Ja. Meine spontane Idee, da meine Sachen auch einzugraben. Dachte mir, ich habe einen Sandstrand, da grabe ich alles schön ein und so. Aber da waren nur Steine, wo ich die reingelegt habe. Ganz oben habe ich es versucht da einzugraben, habe die eingegraben. Da habe ich einfach gedacht, scheiß drauf, ich muss jetzt meinen Plan durchziehen. Ich habe dem Orga-Team nur Bescheid gegeben, auch nicht den Teilnehmern, weil ich nicht wollte, dass die dann Druck haben und so. Und ich wollte auch keinen Druck machen. Ich wollte für mich das machen. Und ja, die meinten halt, ich habe gesagt, ey, lass mich nur in einen Gegenstand gehen oder halt verplompen die anderen. Und die so, na, machen wir nicht. Wenn du das machst, das Risiko musst du uns selbst tragen und selbst vergraben. Und dann viel Spaß. Und so, ja, das wird nämlich richtig heftig. Noch nie in meinem Leben sowas gemacht. Ich komme von der Fitnessszene und nicht hier vom Survival. Ja, dann gemacht. Und dann dachte ich mir, Passaktion, na, das ist jetzt eine gute Idee. Ich finde immer noch, das war keine gute Idee. Durchgebrochen als Hängematte. Oh, habe ich nur noch eine Möglichkeit als Shelter gehabt und das war beim Meer. Habe natürlich noch nicht damit gerechnet, dass die Flut da kommen wird. Crazy. Nach 3 Tage, wie du sagst, so 1, 2, 3 Tage, Vollmond irgendwann, immer näher, jede Nacht. Ja, und dann bin ich einfach jede Nacht da gestanden, stundenlang, neben meinem Shelter, weil ich musste da raus, weil ich wusste, es kann jeden Moment zusammenbrechen. Und dann gehe ich da unter oder bleib stecken oder so, war ja richtig Gott, schwer und groß. Schlimm. Und dass dann das Gewitter kam. Das erste war irgendwie nice zu erleben, so mal anders. Aber beim zweiten, beim dritten, das nie aufgehört hat, richtig Angst bekommen. Machete weg, ja, damit der Blitz da nicht irgendwie reinfährt. Hockst du da irgendwo, weißt du, die Krokodile sind da am Boden. 4 Stunden. Also da ging es dann los, wo ich wirklich so gemerkt habe, so, worauf habe ich mich da eingelassen? Das ist ja wirklich auch eine rationale Gefahr. Also das ist ja nicht so, da kann dir keiner versichern, dass der Blitz nicht trifft oder die Krokodile dich nicht fressen. Super gefährlich. Und da dachte ich mir, jetzt ein extrem mulmiges Gefühl. Und die Isolation hat bei mir relativ schnell gekickt. Ich muss schon sagen, also wie sehr mir Menschen abgehen, das hätte ich mir nicht gedacht. Zumindest die Menschen im engen Kreis. So, wie schwer mir das fällt, allein zu sein einfach. Einfach komplett, also... Ich habe es geschafft, ja, also es ging, aber war schon heftig. Und da, wie du sagst, nach ein paar Tagen, da war das jeden Tag Thema, irgendwie abzulenken. Nimm. Du stellst dir irgendwie Gedanken vor, singst Lieder, irgendwas singst du da vor dich hin, lenkst dich irgendwie ab, so gut es geht. Aber er hat sich sehr gut gemeistert. War das dann ne? auch so dein größtes Problem? Krass. Und wenn nicht, was war denn? Und überlegt, er kommt einfach aus dem Fitnessbereich. Riesen Respekt auch an die Outdoor-Leute. Also ich, krass. Dein größtes Problem. Mein absolut größtes Problem war die Isolation. Definitiv. Ich hatte Süßwasser. Man sagt ja auch hier, beispielsweise im Gefängnis, Einzelhaft ist das Schlimmste. Scheißegal im Vergleich. Moskitos zwar, scheiße. Die Steine immer umgeknickt. Ich hatte leider keine Schuhe, die Knöchel, also die waren nur knöchelhoch, ja, nicht darüber. Wir haben nichts stabilisiert. Also ständige Schmerzen, Fußsohlen taten die ganze Zeit weh. Kleinste Schnitte, Stiche überall an den Armen sowieso. Aber im Vergleich zu dem allen, Durchfall, ja, alles volle Programm, Übelkeit, Schwindel, aber das alles ist zu dem Gefühl, dass du isoliert bist und weißt, wenn echt was passiert, kann ich nicht sofort irgendwer retten. Und die Gefahr, auch wenn sie vielleicht nicht so hoch ist, weil es nicht so viele Krokodile da gibt, die anderen Teilnehmer haben mal, 2 Teilnehmer haben sogar Krokodile gesehen, also so wenige gibt es anscheinend nicht, ist einfach trotzdem
ist die Isolation und das war für mich, das hat mich innerlich zerfressen. So jeden Tag habe ich, glaube ich, auch sehr philosophische Worte an die Zuschauer gerichtet. Einfach versucht, das alles rauszulassen, mit der Kamera zu reden, authentisch auch zu sein und nicht auch Schwächen zuzulassen. Nicht zu sagen, ja, hey, nur weil es mir jetzt richtig schlecht geht, filme ich das einfach nicht. Mir geht es ja auch wieder gut, gibt ja auch gute Phasen und dann filme ich nur das. Ich dachte mir, nein, bewusst mache ich es so, dass ich auch die Phasen mitnehme, wo es mir nicht gut geht, weil ich glaube... Das macht Seven Wars Wild auch irgendwie aus. Für alle, die sowas noch nie gemacht haben, ja, da wird es wahrscheinlich den meisten genau gleich gehen. Ja, wenn ich so, vielleicht sogar noch schlimmer, ja, weil mit nur einem Gegenstand 7 Tage durchziehen, wenn man sowas noch nie gemacht hat, war ich kein Zuckerschlecken und von dem her war mir es wichtig, das auch in die Message einzupacken. Isolation ist hart für uns Menschen und diese Grundbedürfnisse wieder zu erleben, einfach, dass das fehlt, essen gehen, ein geiles Essen im Kühlschrank, nimmst den Käse raus oder was trinken, Wasserhahn, Freundin, du liegst im Bett, du hast einen Insektenschutz, einen scheiß Insektenschutz an deinem Fenster, was das der schon alles hat. Luxus, ne? Oder ein Dach, kann es auch scheiß Dach sein, kaputt sein, solange es trocken ist irgendwie und du zu hast, es ist doch ein Luxus, was wir haben. Ja, es ist auch. Die Möbel. Wir hauen uns auf die Couch, riesengroß, basch, liegst du da drauf. Und all das war einfach, du hockelst nur da, kreuz wie ohne Ende, aber das alles blendest du aus, weil die Emotionalität einfach viel krasser wirkt als die körperlichen Schmerzen. Hammer. Bei mir. Okay, heftig. Wir hoffen, du hattest aber nicht nur Schwierigkeiten und negative Gedanken. Was ist etwas Positives, das du aus dieser Zeit für dich mitnimmst? Boah, das ist jetzt echt eine gute Frage. Also auf alle Fälle mal eine Kokosnuss, die richtig leckeres Kokoswasser drin hatte. Die war richtig, das war so ein geiler Moment einfach. Dann, als ich mein Shelter, das zweite Shelter, nachdem das erste nicht geklappt hat, das zweite dann aber halbwegs geklappt hat, dachte mir, cool, wenigstens liege ich erhöht, relativ hoch, fühle mich safe, cooles Gefühl. Dann, was noch ein cooles Gefühl, da wird es schon schwer. Ja, ich sag mal so, ich glaube, dieses coole Gefühl, das hast du im Nachhinein. Ja, wenn du im Nachhinein realisierst, ich habe es geschafft und ich habe jetzt für mein Leben was dazugelernt, was mir keiner mehr nehmen kann, was mich vielleicht auch ein Stück persönlich den Charakter weiterentwickelt. Ja, das, glaube ich, ist so. Und fürs ganze Leben einfach mitnehmen, dass man mit wenigen Dingen glücklich sein kann. Das macht mich jetzt richtig im Nachhinein richtig glücklich so, dass ich das erleben haben dürfen. Dieses ganze nichts zu haben, ist richtig, wie es da gehen kann. Wie gut es uns eigentlich geht. Und das, glaube ich, ist der wahre Wert von mir zumindest gewesen, hier da mitzumachen. Die Kandidaten auf jeden Fall. Wieder, ja, mal wieder super back to krass. The roots. Wie ist es eigentlich da draußen? Einfach auch an seine Grenzen zu gehen. Überlegt, die sind über ihre Grenze, nicht nur an ihre Grenze, viel, viel weiter gelaufen. Deshalb, man wächst an seinen Herausforderungen und Seven Wars Wild ist nicht nur eine Herausforderung, es ist ein... Also dafür gibt es gar kein Wort. Und das war der Hardcore-positive Effekt bei mir. Aber ansonsten Kokosnuss. Und wenn eine Challenge halbwegs geklappt hat, was nicht so oft der Fall war bei mir, muss ich sagen, oder siehst du mal, den Wal rauskommt. Das war auch ein krasser Moment. Boah, es war richtig schön. Geil. Das war ja für Zuschauer schon richtig krass. Schwirren zu vier, also Teilnehmer. Sind auch sozial und so. Zu vier sind sie unterwegs, denkst du, cool. So Momente gab es schon auch, ja. Richtig schön. Aber die meiste Zeit war natürlich einfach Survival. Überleben. Im Endeffekt hast du es dir ja auch durch das Eingraben deiner Gegenstände schwerer gemacht, als es eigentlich für dich angedacht war. Würdest du dich wieder dazu entscheiden, deine Gegenstände einzubuddeln? Und wenn du dir in der Mitte der Woche einen Gegenstand wieder hättest herbei wünschen können, welcher wäre es gewesen? Erste, die Antwort auf alle Fälle, ja. Moskitonetz. Mich pusht einfach die Challenge. Ich brauche das. Aber wenn ich weiß, bekomme 5 Gegenstände, vor allem 7. Dann haben die gesagt, 5. Weil für die Außenseiter von den ganzen Survival-Ding, die haben dem Ding geben mir mehr. Dann dachte ich mir, okay. Ihr nehmt mir 2 weg, dann nehmt mir noch alle weg. Also bis auf die Machete. Okay. Scheiß drauf. Die Challenge, die brauche ich, die liebe ich und die motiviert mich halt auch. No fucking excuses! Es geht nicht darum zu beweisen, jetzt schau, ich kann es mit einem Gegenstand schaffen, sondern geht es einfach darum, mich selbst zu motivieren. Schau, du hast nur einen Gegenstand. Und jetzt bist du umso motivierter, wenn es regnet. Scheiß drauf, ein Gegenstand. Du hast sie ausgesucht. Numquam retro, sagt das Ja-Kommando. Es gibt kein Zurück. Ja? Und deswegen auf alle Fälle ja. Und ich hätte sonst sofort die Hängematte genommen. Sofort die Hängematte, bisschen tiefer reingehen, keine Angst mehr vor der Flut. Jeden Tag musst du dir vorstellen, 2 Uhr nachts nicht einpennen als Erster, nicht einpennen können. Schlimm. Weil du nicht weißt, wann ist es soweit, dass die dagegen prescht. Kannst du sagen, schlimm. Ja, da wäre ich eh munter, aber was falls nicht zu gefährlich. Kannst fast nicht einpennen und dann mehrere Stunden neben dem Shelter zu stehen und zuzuschauen, wie du im Regen stehst und dein Shelter kaputt wird, ist natürlich mental der Horror. Und dachte ich mir einfach, jetzt Hängematte aufspannen.
Seile sind genügend da am Strand. Ja. Einfach aufspannen, liege ich da drin. Alles ist easy, die Welt ist gut, die Welt ist schön. Und wenn du dann noch ein Moskitonetz hast und einen Tarp, also richtig, wenn jemand Luxus sagt, er will in den Dschungel oder auf tropische Inseln, und einfach mal nicht so krass, aber doch auch krass, einfach mal ein bisschen expeditionsmäßig, dann unbedingt Pflicht, Hängematte, Moskitonetz, Moskitonetz, damit es ja auch nichts verheddert, und ein Tarp, was da so dabei ist. Und du hast das geilste Leben. Oder halt zumindest nicht so ein schweres. Ich kann sagen, geiles Leben, bin mir nicht sicher. Was mich als nächstes interessiert, hast du in der Woche ernsthaft überlegt, den Knopf zu drücken und dich abholen zu lassen? Ja, also nein. Richtig abbrechen, ich hatte echt auch scheiß Gefühle und alles war da und so. Fuck, aber richtig, dass du gedacht habe, soll ich jetzt wirklich aufgeben, dann wären die jetzt dann da und soll ich es jetzt wirklich machen? Durch so, durch es nicht so, das gab's nicht. Sogar in der Früh, wenn du den Code Green oder am Abend schicken musstest, immer doppelt gecheckt. Code Green, okay, wenn ich runterdrücke, steht Code Yellow. Wenn ich wieder hochdrücke, Code Green. Ist eh ausgewählt. Ja, Gott sei Dank. So, ist eher der Gedanke gewesen. Was aber nicht das Ganze jetzt, was nicht heißen soll, dass es für mich einfach war. Ganz und gar nicht. Aber aufzugeben war keine Option. Dann bist du hier, dann wartest du einfach. Ja, es bringt alles nichts. Scheiß drauf. Und wenn ich aufgegeben hätte, wäre, wenn... Bei mir ganz ehrlich, wenn ich vielleicht ein Krokodil gesehen habe. Boah. Ich weiß, Salzwasserkrokodile leben hier und die sind, die fressen Menschen, das ist einfach Fakt, den kann man nicht schönreden, das ist einfach so, auch wenn es nicht, auch wenn es hier vielleicht nicht oft passiert. Und allein das nicht ist oft? Schlaf in Mangrovenwald. Das ist einmal passiert in dem Hotel? Salzwasserquelle vielleicht. Und ich schlafe da nachts und die fressen mich einfach. Und ich habe, keine Ahnung, und ich weiß, ich liege genau da eins, wo ich bin. Da wäre mir einfach die rationale Gefahr zu hoch gewesen, mein Leben einfach zu... Ich bin gern am Leben. Was soll ich sagen? Ich bin gern am Leben. Ich lebe einfach gern. Und das ist mir einfach nicht wert dann, deswegen, auch wenn es nicht so eine Gefahr ist, zu sterben. Und das hört sich sehr vernünftig an. Ein Shelter, wenn das wirklich komplett zusammengebrochen wäre, wenn es am Wie Anfang bei Sabrina? Passiert wäre, dann ja, hätte ich vielleicht noch ein zweites gebaut, weil es am Anfang war, hätte ich nicht gleich aufgegeben. Wenn es am Schluss passiert wäre, gut, dann hätte ich vielleicht auch noch woanders gepennt, weil ich weiß, weil es der Schluss da. Ja, aber das wäre jetzt nur eine Zwickmühle gewesen. Aber ja, Hauptsache die zwei Dinger, ja, war eher so der Grund gewesen. Oder halt eine richtig heftige Verletzung. Aber ich hatte ja Übelkeit, Schwindelanfälle, Durchfall komplett. Und da einfach, da musst du durch, da musst du durch. Oder okay, mit der Machete den Daumen geschnitten und so. Aber das durch. Hammer. Die letzte vermutlich wichtigste Frage. Was ist dein Fazit der Woche? Und würdest du deinen besten Freunden empfehlen, so eine Erfahrung mal selber zu machen? Boah. Boah, krass, ey. Schon heftig. Im Nachhinein ist die Erfahrung jedem zu wünschen auf dieser Welt. Ja, ist schon jedem. Krass, aber... Die Frage ist nur, willst du es auch jemandem empfehlen, wo du eigentlich so jetzt dir denkst... Die sterben dabei. Ist das was für den? Weil wenn es für den nichts ist, dann hat er ja nur negative Aspekte und gibt sofort auf. Dann bist du extra weiten Weg hergeflogen, hast dich vorbereitet, bist ein paar Stunden da und zack, musst wieder weg und musst dann eine Woche da warten, dann war's doch nichts Schönes. Aber wenn du jetzt weißt, der könnte das ein paar Tage durchstehen, so. Und auch wenn es nur ein paar Tage sind, dann würde ich es jedem empfehlen zu machen. Weil jeder Tag, den du verbracht hast, allein dort auf dieser Insel, ohne Handy, ohne Social Media und ohne Menschen, ist hart, aber er lehrt dich halt sehr viel. Und zeigt dir, welcher Mensch du halt wirklich bist. Und ich glaube, er hat mich auch echt zu einem besseren Menschen gemacht. Ganz ehrlich. Schön. Ich glaube wirklich, dass mir diese Erfahrung zu einem besseren Menschen gemacht hat. Weil ich habe echt dann auch so überlegt, ja, was ist wichtig? Du musst im Leben, was zählt wirklich? Freundschaften auch pflegen. Ja? Nicht das immer, das vernachlässigt man halt vielleicht mal schnell, mal eine Freundin oder mal einen Job oder so, keine Ahnung. Auch Beziehungen gehören gepflegt. Und ja. Dieses Soziale, das gehört wirklich gepflegt. Und ich sag's dir, da habe ich mir so gedacht, ey, ich muss einfach auf mir Prioritätenliste machen, wo so Dinge wie Zeit mit Freunden verbringen, zurückzugeben. Sei es irgendwelche Dinge, mal was Gutes zu tun, irgendwas. Das halt wirklich auch öfter zu machen, weil das macht die eigentlich glücklich am Ende des Tages. Es klingt jetzt so pauschal und so, was man ja immer hört, bei jeder scheiß Floskel steht auf jedem Badezimmer Klowand. Ja, aber stimmt. Am Ende des Tages ist es echt so. Wenn du was gibst und einfach Freunde hast, auf die du zählen kannst, oder Familie und Freundin und sie auf dich, weil du auch weißt, ich bin für euch da, koste es, was wolle, das ist doch schön. Das ist doch wirklich, das hat einen Wert. Alles andere, was ist ein Auto im Vergleich? Das hat ja keinen Wert. Das ist ein Crash. Materieller Wert halt, ne? Und am Ende des Tages sind es die kleinen Dinge, die zählen. Und
Ja, ist so. Ich bin glücklich gemacht, die Erfahrung. Und hoffentlich auch, davon bin ich fest überzeugt, zu einem besseren Menschen. Ich glaube, uns alle. Diese Einsamkeit zu spüren, voll schön, wie zu er überlegen, das sagt. Zu reflektieren, glaube ich, sollten wir Menschen alle viel mehr, anstatt einfach zu sagen, ah, das ist schlecht, das ist schlecht. Aber wie sieht es bei dir aus? Und diese Reflexion auch zuzulassen, auch mal Schwächen zu erkennen, das kostet echt viel Energie und viel Zeit, so tief zu grübeln, wo du denkst, ja, eigentlich ist doch dieser Charakter zu gut. Und dann denkst du aber, ja, denk mal nochmal nach und nochmal nach. Okay, was könnte ich ändern? An dir selbst. Und das halt schon, das braucht viel, glaube ich, auch Disziplin und Mut, da sich das zu trauen, seine eigenen Schwächen zu erkennen, die zu reflektieren und dann zu verbessern und vor allem halt zu erkennen und dann aber auch umzusetzen. Wow, was Perfekt. Für schöne Schlussworte. Herzlichen Glückwunsch als eine der Personen, die 7 Tage durchgestanden hat. Ja. Und viel Spaß zurück in der super Zivilisation. Super krass. Also wie Dankeschön. Super krass. Ey, danke. Mach's gut, gell? Peace the fuck out. Alter, Riesenrespekt, ne? Riesenrespekt vor Sascha Huber. Also generell vor jedem Teilnehmer, aber Sascha hat das richtig gut gemacht. Es geht weiter mit Sabrina! Let's go! Das hier ist das zweite Video der 7-teiligen Interviewserie mit den Teilnehmern von 7 vs. Wild. Irgendwie leiser, oder? Kann es sein? Viel Spaß mit dem Interview von Sabrina. Irgendwie leiser. Das war eben. Genau, also seit ich weiß, dass ich an der 2. Staffel teilnehme, habe ich mich komplett vorbereitet. Ich habe YouTube-Videos geguckt, ich habe mir sofort alle Bücher, die es irgendwie auf Amazon gab, bestellt, habe die durchgewälzt. Sympathisch. Habe mich in Themen auseinandergesetzt, habe auch ganz viel ausprobiert, habe auch teilweise Videos darüber gedreht, habe aber auch nochmal privat ganz, ganz viel ausprobiert, habe mich auch damit auseinandergesetzt, wie ist es halt wirklich alleine zu sein, wie ist es irgendwie mal eine Nacht draußen zu schlafen. So grundsätzlich weiß ich ja, wie es ist, draußen zu schlafen, aber halt nicht alleine. Das heißt, ich habe mich schon sehr, sehr intensiv versucht, darauf vorzubereiten und mich vor allem auch in diese Situation reinzudenken. Also ich glaube, das ist nochmal, dass man halt versucht, sich mal so ein bisschen zu fühlen, was kommt da auf einen zu, wie ist der erste Tag, wenn man ankommt, was für Emotionen kommen da, könnte man sich überfordert fühlen, was für Probleme kommen da. Und genau, also ich habe schon versucht, mich sehr, sehr gut darauf vorzubereiten, ja. Der Drop-Off war in dieser Staffel deutlich extremer. Erzähl uns bitte, wie der Tag für dich abgelaufen ist und wie du ihn wahrgenommen hast. Ja, also wir wurden ja dann gar nicht so früh geweckt. Ich hatte irgendwie gedacht, wir wären so um 4 Uhr morgens polter die Polter aus dem Bett geworfen. War dann eigentlich, fand ich, relativ entspannt. Und dann war es halt super aufregend. Okay. Ich habe halt schon gemerkt, es kommt halt so eine gewisse Nervosität raus. Ich war eigentlich relativ entspannt, aber... Ja, diesmal war das schon so ein bisschen, oder ab dann war es schon so ein bisschen nervöser und heftiger, weil man nicht genau weiß, was kommt da wirklich genau auf einen zu. Wir wussten ja gar nicht, die Teilnehmer. Ja, dann war es ja so, dass wir ins Flugzeug sind. Irgendwie Horror. Ich habe das Gefühl, jump, halt im Team. Ja, und dann sind wir halt aus dem Flugzeug gesprungen. Ich dachte so, jetzt einfach Augen zu und einfach raus. Ich bin halt mit mir ganz so lieb. Aber ja, ich habe dann einfach in dem Moment gesagt, okay, komm, Johannes, so, du gehst jetzt einen rüber, dann raus und gesprungen. Und dann war ich erstmal total euphorisch, als ich dann angekommen bin auf der Insel, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich halt wirklich hier. Jetzt bin ich halt so für mich jetzt total selbstbestimmt. Ich kann jetzt machen, habe halt jetzt meine Ruhe. Habe auch dann angefangen, wirklich direkt angefangen, mein Shelter zu bauen in Step 1, Step 2, Step 3. Aber ich habe gemerkt, ich war halt noch total euphorisch und aufgedreht, aufgewirbelt. Und das hat sich dann ab Tag 2 so ein bisschen gelegt, dass ich halt ein bisschen ruhiger wurde. Ja. Was hattest du für ein Gefühl, als wir auf diesem winzigen Landingstrip ankamen, du die Helis gesehen hast und wusstest, dass wir aus den fliegenden Helikoptern sprangen? Ich habe schon ein bisschen vermutet, dass wir nicht mit dem Boot ausgesetzt werden, sondern dass Echt? Es Warum? Ein bisschen dramatischer wird und dass wir eben tatsächlich... Ich habe das gar nicht vermutet. Springen. Ich war total schockiert. Ich war den ganzen Flug über eigentlich relativ entspannt. Ich fand es im ersten Moment so ein bisschen komisch, weil die Türen ja rechts und links offen waren und der Wind dann da durchgefecht ist. Schön, die Heli gewesen hier. Runtergucken konnte und dann war links irgendwie total tief. Man hat den Dschungel gesehen, aber ja, der Flug an sich hat dann irgendwie total Spaß gemacht, war eine coole Erfahrung. Der Flug, glaube ich, der war geil. Und beim Rausspringen war es dann halt wirklich so Augen zu, einfach einen Sitz rüber, sich auf dieses Podest stellen und dann einfach Augen zu und runterspringen. Bin dann auch auf dem Hintern gelandet, tat auch kurz weh, aber dann ist man durch dieses Salzwasser total schnell wieder aufgetaucht und dann ist man einfach völlig unter Adrenalin. Also man macht wirklich nur noch Step 1, Step 2, Step 3 und To-Do-Liste abhaken. Wie war es dann für dich, als du an Land gekommen bist und die Helis hast wegfliegen sehen? So, To-Do, aus dem Helikopter springen. Check. To-Do, im Wasser überleben und nicht vom Haifisch angefuttert werden. Check.
Ankommen. Check. Oh Gott. Was waren da so deine ersten Gefühle? Also ich war am Anfang, als ich auf der Insel angekommen bin, total überwältigt und auch sprachlos. Also ich wusste gar nicht so richtig, was da jetzt gerade passiert. Das hat dann so ungefähr eine halbe Stunde gleich gedauert. Dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen zu gucken, wo bin ich hier, bin nach rechts gegangen. Dann mussten wir auch unseren Packsack suchen, um an die Gegenstände zu kommen. Und habe dann da mich so ein bisschen orientiert, bin nochmal rechts, links lang gegangen. Habe mich aber ehrlich gesagt von Sekunde 1 an meinem Spot sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe relativ schnell gesehen, dass ich eine Süßwasserquelle habe, also einen kleinen Fluss, der halt glasklar war. Und habe dann daraus getrunken, habe gemerkt, das schmeckt wie normales Wasser. Habe gesehen, dass da Müll war. Und dann war ich eigentlich total begeistert, weil ich da, oder erleichtert, weil ich wusste, ab diesem Zeitpunkt, ich kann diese 7 Tage halt wirklich schaffen. Ihr seid so assi, ey, Chat. Also mit der Expertise von Nessie sollten wir wirklich die erste Staffel Nessie vs. World produzieren. Oh Mann, ey, ihr seid so gemein. Nein! Also, so diese größte Angst, die man hatte, dass man nicht genug Trinkwasser hatte, wurde einem in dem Moment dann eben genommen. Ja, und dadurch habe ich mich dann auf einmal total sicher gefühlt und habe mich dann irgendwie gefreut auf das, was jetzt kommt. War aber auch so ein bisschen unter Druck, dass ich dachte, ich muss jetzt halt auch anfangen, mein Shelter zu bauen und mich in eine sichere Umgebung zu bringen. Ja. Die ersten von euren Tagen waren noch ziemlich schön. Es hat mal geregnet, grundsätzlich war gutes Wetter, bis es an Tag 3 dann richtig angefangen hat zu blitzen und zu donnern. Und das zu einem wirklichen Weltuntergang war da. Wie war das für dich? Hat er gesagt, mit anderen Worten. Also ich muss sagen, bei dem ersten Tropensturm war mein Shelter... Ich hatte oben noch ein komplettes Loch. Also es war, die linke Seite war fertig, die rechte Seite war so zur Hälfte fertig. Das heißt, ich mein Gott, habt ihr das mitbekommen? Otto hat Monte nominiert für so eine Show. Ihr seid meine, ihr seid nicht die Wildcard, sondern ihr seid der Experte. Let's go, dann machen wir es zusammen. Ich verstecke mich unter euch. Während des Sturms und während des Regens unter der einen Hälfte von meinem Shelter. Arctic Warrior, genau das da. Wurde also entsprechend komplett nass. Sau krass. Der ganze Donner, der Blitz, der Wind und so weiter, das hat mir nichts ausgemacht. Bin gespannt. Also ich hatte jetzt keine Angst. Ich bin wirklich gespannt, egal ob er mitmacht oder nicht. Also Monte, dieses Arctic Warrior hört sich eigentlich ganz interessant an. Wir sind das Team. Ja, Mann. Team mit Nessie, ihr hilft mir. Vor diesen Widrigkeiten. Ich habe mich sogar am Anfang noch extra so in den Regen gestellt und dachte so, oh geil, habe ich so geduscht und habe es übelst abgefeiert. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich total angefangen habe zu frieren. Und ich habe gefroren und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich lag dann da unter meinem halbfertigen Shelter und habe dann irgendwie gedacht, oh Gott, es wird irgendwann aufhören. Jeder Regen hört einfach auf, aber wann? So. Und ja, habe das dann irgendwie ausgehalten, lag dann da total zerfroren. Und ja, das war dann halt so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, okay, das wird hart. Die ganze Zeit wird hart. Ja. Okay, krass. War das dann auch so dein größtes Problem? Und wenn nicht, was war dein größtes Problem? Für mich war tatsächlich das größte Problem meine körperliche Verfassung. Also ich habe ja bis zum 4. Tag nichts gegessen. Trinken hatte ich die ganze Zeit, das war nicht das Problem. Ich habe aber eigentlich ab Tag 1 gemerkt, da noch nicht so schlimm, das wurde dann immer schlimmer, aber dass mir ganz, ganz schwindelig war. Also ich, egal, wenn ich mich irgendwie mal ein bisschen schneller bewegt habe oder von unten nach oben gekommen bin, mir wurde jedes Mal total schwindelig, ich hatte kaum Kraft. Mir wurde teilweise auch wirklich schwarz vor Augen, wenn ich eine heftige Bewegung gemacht habe. Und das hat mir mit der Zeit schon zu schaffen gemacht. Weil das hört sich schon echt übel an. Also das Team hat eine andere Aufgabe, nichts da. Du musst ja eine Aufgabe stellen und auch klar kommuniziert sein. Ja, wir gleich. Ist jetzt was? Team gleich. Wir machen alles und Nessie schaut zu. Ihr seid der Joker. Ja. Ich dann immer so ein bisschen gucken musste, aber das Shelter ist ja sehr Energie, also da braucht man halt sehr viel Energie, um das zu bauen. Und musste dann immer gucken, okay, was kann ich jetzt für Kleinigkeiten machen? Vielleicht Schnüre machen, was dann wieder weniger Energie benötigt. Das heißt, ich musste da halt echt immer so ein bisschen haushalten. Sie hat 4 Tage einfach nichts gegessen. Das ist auch krass. Wie viel Energie brauche ich jetzt dafür, dass ich halt jetzt nicht irgendwie total einen Schwindelanfall bekomme. Ja, das war, glaube ich, das größte Problem und hätte ich auch nicht so erwartet. Also das habe ich tatsächlich vollkommen unterschätzt. Was war dann im Endeffekt der Grund für dein Ausscheiden? Warum hast du dich am Tag 6 dafür entschieden, bis hierhin und nicht weiter abgeholt werden? Shelter ist kaputt gegangen. Hätte sie einfach neu bauen müssen. Also ich hatte an dem Abend davor schon gemerkt, die Flut kommt. Und
bei mir war es tatsächlich so, dass mein kompletter Spot schon fast komplett überfüllt, also mit Wasser gefüllt war. Ich hatte noch so ein kleines Ministückchen Plateau, wo halt das dann noch trocken war, wo die Flut noch nicht hingekommen ist. Und ich habe dann schon gemerkt, okay, die nächste Nacht wird wahrscheinlich noch heftiger. Dann saß ich in meinem Shelter, habe halt die Nacht abgewartet, saß dann da irgendwie ganz zusammengekauert und habe dann gewartet, bis es dann um 4 Uhr morgens, kurz bevor es hell wird, wirklich losging. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Wellen kommen und immer stärker und immer stärker. Mhm. Und war auch schon so ein bisschen nervös, weil ich ja von der Nacht davor schon wusste, was mich erwartet. Und ja, dann war es halt so, dann hat mich die erste Welle irgendwie das Shelter erreicht und dann kam die nächste Welle unter das Shelter und dann kam immer mehr und irgendwann war es halt wirklich überleg, so, dass bei Joris war es auch so schlimm. Vollgespült war und mein Bett war immer Leute. Hoch und runter und ich hatte in dem eigentlich eine Luftmatratze. Angst, dass mein Shelter zusammenbricht, ja. Über mir zusammenbricht, das ist gefährlich. Und mich erschlägt oder was auch immer. Ja, und dann sah richtig ich da in der linken rauszugehen. Hand so die Sachen, die ganz ich noch ehrlich. Brauchte. Den Rest habe ich am Abend davor schon zusammengekettet oder festgekettet, dass halt nichts weggespült werden kann. Ich habe mir auch am Abend davor extra einen Spot überlegt, wo ich im Notfall hingehen kann, der so ein bisschen erhöht ist. Aber auch der wurde überspült tatsächlich. Und ja, dann saß ich da halt und dann war halt tatsächlich auch immer so krack. Habe ich so, okay, oh mein Gott, kracht so ein bisschen direkt ein, dann halt Flucht, wieder krack und ich Flucht, so, oh Flucht, Gott, Flucht, was Flucht. Du jetzt? Entweder gehst du raus und wirst von der Welle mitgerissen oder du bleibst halt drin sitzen. Und dann hat es halt wieder gekracht und dann ist halt tatsächlich mein Shelter über mir zusammengebrochen. Ich habe in der rechten Hand irgendwie noch so diese Ridgeline gehalten und habe dann wirklich in dem Moment einfach auch gar nicht mehr gedacht, irgendwie einfach nur noch gehandelt, meine Sachen genommen, bin halt aus diesem Shelter. Dann ist es auch komplett zusammengefallen und stand dann da ganz betröppelt so die ganze Nacht auf diesem Plateau, meine Füße komplett überspült. Und die Arme. Schlimm. Das wäre jetzt nicht für mich der Grund gewesen, warum ich aufgebe, weil das war dann ja vorbei. Für mich war der Grund, warum ich gesagt habe, ich lasse das, weil ich Angst vor der nächsten Nacht hatte. Weil ich nicht wusste, wird die nächste Nacht noch schlimmer, wird die Flut noch stärker und es war halt bei mir schon alles überspült. Ich hatte keine richtigen Entscheidung, Leute. Es war total Unwetter, alles richtig schlimm. Shelter mehr, ich hatte irgendwie vor Regen schützt, ich hatte nichts mehr, was mich vor Wind schützt. Ich hätte halt, wenn dann im Dschungel schlafen müssen, auf so einer Schrägen, hätte mir dann irgendwie ein Shelter bauen müssen, hatte eh schon keine Energie mehr. Und so die einzige Möglichkeit, die ich dann halt in dem Moment gesehen habe, ist, dass ich halt eine ganze Nacht irgendwie im Dschungel einfach nur dastehe und warte, bis es halt irgendwie vorbei ist. Ja, und das war dann halt für mich irgendwie der Grund, dass ich gesagt habe, ich drücke halt jetzt den Knopf und gehe jetzt und war für mich auch völlig fein damit. Also ich war wirklich happy damit. Sie hat sich auch sehr gut geschlagen. Ich habe überlegt, ob es noch irgendwas voll hätte krass. Gegeben, was ich noch hätte anders machen können. Bin aber wirklich fein damit. Also es ist okay. Ich ärgere mich schon ein bisschen, weil ich weiß, ich hätte diese 7 Tage schaffen können. Aber eigentlich ist sie zufrieden gewesen. Ich bin schon ein bisschen traurig, weil dieser Moment, mit allen Teilnehmern gemeinsam abgeholt zu werden, das war halt die ganze Zeit mein Ziel. Und diesen Moment konnte ich jetzt halt nicht erleben und das macht mich schon traurig und enttäuscht mich ein bisschen. Aber trotzdem glaube ich für mich, dass das in dem Moment die richtige Entscheidung war. Ja. Konntest du dieser gesamten Erfahrung irgendwas Positives abgewinnen? Und wenn ja, welche Erfahrungen nimmst du mit? Also es war für mich insgesamt trotzdem eine positive Erfahrung, auch wenn es nicht das Ergebnis war, was ich mir erhofft habe. Trotzdem weiß ich, dass ich für mich halt an meine Grenzen gegangen bin. Und auch darüber hinaus, es gab ganz viele Momente, wo ich so dachte, never ever, ist einfach zu krass, ich friere oder auch dieser Sprung die ganze Zeit. Schlimm. Von daher war es für mich tatsächlich eine sehr, sehr positive. Schlimm, girl. Ganz schlimm. Boah. Schlimm, ey, ganz ehrlich, auch dieses, sie hat bestimmt auch dieses Schwarz vor Augen, wenn man so ganz viel lange nichts trinkt, nichts isst und sowas. Kennt ihr das? Dieses Schwarz vor Augen. Alter, richtig schlimm. Erfahrung, ich habe für mich auch privat noch so ein paar Themen reflektiert, die ich für mich mitnehme. Es gab auch so ein paar kleine Momente, die positiv waren, wie als ich Wale gesehen habe oder das erste Mal so eine Kokosnuss getrunken habe. Oh, von daher schön. War es, ja, sehr, sehr positiv für mich. Dann herzlichen Glückwunsch für diese sehr, sehr gute Leistung. Vielen Mega Dank, dass geil. Du angetreten bist und viel Spaß zurück in der Zivilisation. Dankeschön. Danke, Jungs. Mega. Saugut. Jetzt kommt aber nicht Knossi, sondern jetzt kommt Fritz eigentlich. Fritz. Baller wieder hinter. Das hier ist das dritte Video der 7-teiligen Interviewserie mit den Teilnehmern von Seven vs. Wild Staffel 2. Viel Spaß mit dem Interview von Fritz.
Fritz, es geht bei dir. Hau raus. Ja, der größte Unterschied teilnehmertechnisch von Staffel 1 zu Staffel 2 war auf jeden Fall, in der ersten Staffel in Schweden waren halt alles irgendwie Kumpels, die aus dem Outdoor-Bereich kommen. Und in der zweiten Staffel war es ein kompletter Mix, wirklich von jemandem, der krass viel Erfahrung hat, wie ein Otto mit verschiedensten Lehrgängen bis zu hin Knossi, der gar keine Erfahrung hat und ein paar Leuten dazwischen. Das war die Besonderheit. Also eine viel buntere Mischung. In Staffel 2 hat sich einiges verändert. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Klar, also wir sind jetzt hier in einem tropischen Gebiet, irgendwie auf einem Ozean und nicht mehr in Schweden. Das ist komplett was anderes. Thema, ja, wir haben auch noch Regenzeit, dann Luftfeuchtigkeit, Viehzeug. Groß darauf vorbereitet, auf die Geschichte habe ich mich nicht. Also, weil ich war schon ein paar Mal in den Tropen und weiß ungefähr, wie es ist. Klar, ja, aber trotzdem, man kann sich bestimmt Techniken dann nicht so... Wie man jetzt vielleicht Moskitos fernhalten kann und so weiter. Ja, stimmt, mit diesem Schlamm und sowas. Ganz ehrlich, also ich muss sagen, ich habe durch Seven vs. Wild in der ersten Staffel super viel gelernt und in der zweiten Staffel habe ich auch noch mehr gelernt. Also so richtig interessant eigentlich. Aber ich habe generell mich auf das Ganze schon vorbereitet mit verschiedenen Videos, Büchern, aber jetzt nicht ultra speziell auf so Kleinigkeiten, eher im Gesamten. Eine weitere große Änderung war der Drop-Off, der deutlich extremer geworden ist. Wie war der Tag für dich? Also der Drop-Off-Day ging für mich eigentlich schon einen Abend vorher los, wo wir die Handys abgeben mussten und ein paar Stunden davor habe ich mich nochmal in mein Hotelzimmer gesetzt und eine Playlist angehört. Wenn es denn das jetzt aussieht, als ob ich so eine Krone anhabe, das ist einfach nur ein Haarreif. Oh Mann. Die ich mir vorbereitet habe, auch für den Hinflug und ein paar Tage davor, die mich so ein bisschen in die Stimmung gebracht haben. Das sind mehr so Vikings-Musik, die mich da irgendwie eingestimmt haben. Und ja, dann war die Handyabgabe und am nächsten Eins Morgen mit der Insel sein. Wir hatten ja auch dann keine Uhr, aber mir war schon klar, dass es recht früh losgeht. Habe ich noch mal eine kleine Aufmerksamkeit-Meditationsübung gemacht, wo ich verschiedene Sinne aktiviere im Sinne von Schmecken, Fühlen, Riechen, Hören, um mich irgendwie noch mal voll fokussiert darauf zu fokussieren, was jetzt kommt. Und dann ging die Heli-Drop-Off-Action los und die war krank. Das war, also als wir dann da standen auf dem Rollfeld, eingehakt. Gut, dass er aber Knossi auch sagt, dass es krank war, ne? Als Knossi nochmal die Ansage gemacht hat, wo wir eingehakt waren, dann in die Helis, keine Türen drin, es geht hoch, Helis nebeneinander, über die Insel, das war ein... Das war krass. Aber stell dir mal vor, irgendjemand hätte Höhenangst gehabt. Oh mein Gott. Horror. Unbeschreibliches Gefühl. Horror. Dann zu sehen, wie der Erste rausspringt, die Helis drumherum kreisen. Du realisierst erstmal, es geht los. Es war Knossi völlig auch noch völlig irre. Abgesoffen. Bis ich dann an meinem Spot ankam. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch schon drauf eingehen soll. Vor mir, und das habe ich ja noch mitbekommen, wurden Knossi, Nova und Otto rausgeschmissen und jedes Mal habe ich natürlich sofort Spots begutachtet. Ah, Palm, dichter Dschungel, wo kann man hin, wie sieht das aus? Immer schon Glück gewünscht und gesagt, guck mal hier, geil. Und dann flogen wir Danke zu dem Spot Rage. Von Otto, war auch nur noch Otto und ich im Helikopter und wir kommen so an seinen Spot und ich denke mir so, mega, ich sehe schon 6-7 Palmen. Ich klatsch Otto ab und sag so, geil, 6-7 Palmen, mega, kannst du Shader bauen, Kokosnüsse, dies, das, ne? Und freue mich richtig für ihn, feier so, ein paar Mal einen Groben gesehen, dachte, ja, kann er ja reingehen. Er springt raus mit irgendwie dem hier rückwärts, mega. Ich alleine drin, wir fliegen und fliegen. Und ich habe mir gesagt, wir fliegen aber ganz schön lange. So eine geile Bucht, fliegen wir wieder dran vorbei. Ich denke so, wo setze ich mich aus? Und dann sagt irgendwie, ich glaube, Max zu mir so, ja, das ist deine Bucht. Und ich gucke in diese, Bucht rein, dachte, wollte ich mich verarschen? Ich gucke da rein, das war ein dreckiger, schlammiger, spitz zulaufender Pfeil. Mit einer einzigen riesig großen Kokosnusspalme, wo ich schon aus dem Helikopter Kokosnuss dran gesehen habe, die so 20 Meter hoch waren, wo ich mir dachte, so, ihr wollt mich doch komplett verarschen. Ich gucke mich um, keine Palme, nirgendwo, nur Abfuck, nur Steilklippen, 6-7 Meter hoch. Und dann hieß, komm raus, hab ich gesagt, okay, scheiß drauf, raus und let's go. Und dann, ja, ging... Let's jump. Hier wurde ausgesetzt, wir als Team machen es uns in der Hacienda gemütlich und an Tag 3 fängt es an, richtig zu scheppern. Wie Schlimm. Hast du das erste dicke Gewitter wahrgenommen? Ja, aber anfangs war ja noch total so, wuhu, mega. Und dann auf einmal so, boah, schlimm. Erste Tropengewitter. Es hatte davor die Tage immer schon so ein bisschen genieselt, aber das ist okay. Und dann habe ich gemerkt, okay, es fängt an zu regnen, es wird immer mehr. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zum Glück schon ein Shelter aufgebaut, auch mit einem Regendach und so weiter. Und es war aber, glaube ich, so tagsüber. Und ich Übrigens hatte so einen kleinen Mini-Erdfelsvorsprung, wo ich dachte, okay, ich halte mich erstmal ein bisschen sicher, habe mich da das beobachtet. Ach stimmt, das war, ja stimmt, Eimern, hatte ja. Sofort in da, wo er Wasser geholt hat. Saufen Bist alle du noch? Ab. Ich mich richtig gefreut, richtig hyped und dachte so, ah, weißt du was, ich gehe duschen. Habe mich in diesem Felsding rausgezogen, Irre. Meine ganzen Sachen, die noch halbwegs trocken waren, unter so Wurzeln verstaut, bin raus, bin gesprungen, habe geklatscht, habe den Wedler gemacht, habe mich übelst gefreut. So, und dann so in einer halben Stunde, dachte ich so... Wurde aber immer kalt, ne? Gut, es schüttet halt jetzt immer noch. Dann bin ich da weiter nackt rumspaziert. Nach einer Stunde merkte ich so, gut, scheiße, jetzt wird mir kalt.
dann habe ich irgendwann mich dazu entschieden, ja Mist, ich muss den Kram wieder anziehen, weil ich fange halt gerade übel an zu frieren und es verändert sich nichts und es regnet seit einer Stunde, anderthalb. Dann habe ich mich wieder angezogen, habe mich dahin gehockt, habe mich voll regnen lassen und habe dann aber erstmal so realisiert, ja, das war jetzt noch lustig, aber das kann auch ganz schön mies werden. So, also das erste Gewitter war noch so, wo man gesagt hat, yes, das war noch richtig gut. Okay, das erste Gewitter war für dich noch ziemlich entspannt. Wie ging es dann aber für dich weiter? Weil in den nächsten Tagen hat es ja quasi nonstop ordentlich geknallt. Also ich muss sagen, so ein Gewitter wie da habe ich noch nie erlebt. Und das hat es ja mehrfach aufgebaut. Und das habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber aus meinem Shelter in der ersten und zweiten Nacht habe ich in der Ferne die ganze Zeit Gewitter gesehen. Es hat die ganze Zeit geblitzt, aber es hat nicht geregnet, ich habe nichts gehört, muss also auf dem Ozean gewesen sein. Und dann, keine Ahnung, Tag 4 ungefähr kam halt so das erste richtige Ding, wo es geknallt hat und es kam immer näher. Und ich weiß noch, dass der Himmel halt immer aufgeblitzt hat, dann kam der Donner und dann kennt man die Regel, okay, du musst zählen, habe ich auch kommentiert in die Kamera, wie weit ist noch weg? Und dann war so, ja, 5, entspannt weit weg. Und plötzlich machte es nicht ein Blitz, sondern so 4. Und wirklich eine Sekunde nach, ich merkte, mein Brust, richtig, mein Brustfell drückte sich irgendwie ein, mein Oberkörper durch die Vibration. Mir war ja klar, das Donnern ist nicht das Schlimme, wenn ich den Blitz sehe und überlebt habe, ja, dann kann nichts passieren. Ja, und dann lag ich da und dachte mir so, boah, das ist scheiße jetzt gerade. Und dann habe ich mir so vorgestellt, ich glaube, Leute, die das so ein paar Sachen dazu nicht wissen, mit den Abständen, dass der Donner nicht das Schlimme ist, sondern der Blitz und so weiter, die das nicht einschätzen können, die scheißen sich gerade richtig ein. Und irgendwo auf dieser Insel werden andere Teilnehmer von mir sitzen und gerade richtig Panik haben. Und irgendwie fand ich das aber schon wieder geil. So, ist so ein bisschen dumm, ich weiß. Natürlich immer mit der Prämisse, dass keinem was passiert. Aber ja, also das reine Blitz und Donnern habe ich schon irgendwie gefeiert. Aber dieser extreme Starkregen führte halt dazu, dass immer alles komplett nass war. Und ja, ich habe mir einen Shelter gebaut, oder mehrere Shelter, das der alle schon gesehen haben wahrscheinlich. Die waren immer so zu 90-95% dicht. Ich habe die wirklich bis ins Detail. Ja, aber trotzdem dieses Kleine, das hat ihn ja komplett nass gemacht. Haben wir in der letzten Nacht zum Beispiel nochmal gesehen. Halt so 5 Tropfen durchkommen. Und das aber über 4 Stunden. Dann ist man komplett nass, ja. Sodass, egal wo ich war, man nach jedem friert, kalt. War. Nicht gleich nach 5 Minuten. Ey, jetzt mal im Ernst, aber er sieht total fit aus. Also er sieht hier schon ein bisschen abgemagert aus, der Arme. Ne? Aber er sieht komplett fit aus. Ich hätte, also ganz ehrlich, wenn ich die ganze Zeit so nass gewesen wäre, ich persönlich hätte gedacht, dass, keine Ahnung, Grippe oder sonst irgendwas, Erkältung, Husten, dies, das. Aber dann irgendwann mittendrin. Und dann kam das Problem, ich war irgendwann nach einer gewissen Zeit angenässt, aber mir wurde kalt, weil ich mich nicht bewegt habe. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, rauszugehen aus meinem Shelter, mich wirklich voll regnen zu lassen. Das macht auch keinen großen Unterschied, dass ich mich bewege, um wenigstens Körperwärme zu produzieren. Ja. Dann bin ich teilweise durchs Gewitter gegangen und spaziert. Ja. Okay, krass. Super, dass das Gewitter kein Riesenproblem für dich war. Was war aber in dieser Staffel dein größtes Problem? Das waren zwei Sachen. Das war einmal das Viehzeug. Ich bin gespannt, wie es bei anderen war. Bei mir war es wirklich die absolute Hölle. Es war die ganze Zeit da. Mücken und diese Sandfliegen. Ich habe mich teilweise komplett mit Schlamm eingeschmiert, alles dicht gemacht. Ich habe mir immer meine Er hat doch gerade eben noch mal seine Sandfliegen. Ich habe mich teilweise komplett mit Schlamm eingeschmiert. Boah, guck mal, hier übersieht man immer noch. Oh, der Arme, ey. Alles dicht gemacht. Ich habe mir immer meine Unterhose, die überall, wirklich nach Obdachlosen- und Bahnhoftoilette immer gerochen hat, nach 4 Tagen ins Gesicht gezogen, um irgendwie nicht gestochen zu werden. Dann habe ich keine Luft dadurch bekommen. Es war wirklich eine Katastrophe. Ich habe mich einfach immer nur noch stechen lassen oder halt wieder mit Schlamm eingerieben. Viehzeug war wirklich ein riesen Problem und ich war 7 Tage lang nass. Also es gab, glaube ich, am 6. Tag einmal einen schönen Tag. Da habe ich alles halbwegs trocken bekommen, bis auf die Schuhe. Die waren immer nass, 7 Tage lang. Ja, 4 Stunden später hat es geregnet, das war alles wieder, das war alles nass. Schlimm also, einfach. Ich war einfach klitschnass und so sahen meine Füße, meine Haut, meine Hände, alles aus. Hoffentlich hast du aber nicht nur Probleme gehabt. Was nimmst du Positives aus der zweiten Staffel von Seven vs. Wild mit? Erfahrung. Was ich für mich mitnehme, oder? Einmal ganz klar das Thema Dankbarkeit, so im Generellen, für ein Dach über dem Kopf, für eine Wohnung, für einen vollen Kühlschrank, für Gesundheit und sowas im Allgemeinen. Für mich persönlich habe ich aber einen Punkt ganz klar mitgenommen und das ist dieses nicht kaputt zu gehen, sondern immer versuchen durchzubeißen, zu kämpfen, immer einfach nicht aufzugeben. So, und egal wie scheiße die Situation ist, man muss dazu sagen, ich hatte auch am Tag 5 halt Magen-Darm, ich habe Durchfall und keine Ahnung was, hatte Magenkrämpfe, stand irgendwie da, völlig verkrampft. Da war so das einmal, wo ich wirklich daran dachte, wenn das jetzt über mehrere Tage anhält und das noch schlimmer wird, dann habe ich echt ein Problem.
Aber ansonsten ist es einfach diese mentale Kraft zu sagen, ey, 90% passiert hier oben. Ich bin hier 7 Tage lang draußen, ich habe eine fuck verrostete Machete. So, und damit mache ich hier alles. Und damit komme ich einfach 7 Tage durch. Und wenn ich das geschafft habe, klar gibt es Sachen, die krasser sind, ohne Frage. Aber dann schafft man alles. Im Alltag, wo du sagst, ist echt so. Ist alles Kinderkacke. Kindergarten ist echt so. Du hast es schon angesprochen, für dich und Otto. Wissen noch, bei Zelda beispielsweise, ich habe einfach damals den härtesten Titan am Anfang gemacht. Und seitdem, die ganzen drei anderen waren so easy. Deshalb, man wächst an seinen Herausforderungen. In dieser Staffel nur ein Gegenstand, die Machete. Wenn du dir in der Mitte der Woche einen Gegenstand hättest. Sorry, ich habe jetzt nicht Zelda Game mit Sam Wars Wild verglichen, oder? Oh Gott, wie lost. Aber es ist nur so eine Metapher? Keine Ahnung. Das kann man nicht vergleichen. Egal. Wie auch immer. Das herbei wünschen können. Welcher wäre es gewesen und warum? Zwei Sachen fallen mir ein, das ist entweder Moskitonetz oder Feuerstahl. Aus dem Bauch raus würde ich fast sagen Feuerstahl, weil damit kann ich noch ein bisschen mehr machen. Ich kann zum einen nasse Kleidung an bewölkten Tagen trocknen und ich kann damit mit alten Moskitonestern Rauch machen oder generell Rauch machen, um das Viehzeug zu vertreiben. Somit hätte ich meine Beinprobleme bekämpfen können mit einem kleinen Feuerstahl. Das wäre ein riesen Gamechanger gewesen, auf jeden Fall. Würdest du deinen besten Freunden so eine Erfahrung mal wünschen oder ihnen dazu raten? Du musst schon ganz schön bescheuert im Kopf sein, wenn du das freiwillig machst. So, es ist im Nachhinein eine Erfahrung, über die ich sehr, sehr dankbar bin. Aber in der Situation ist es größtenteils die absolute Hölle. Und du sagst, warum mache ich diesen Scheiß hier? Einfach nur durchziehen, durchhalten, irgendwie durch den Tag kommen, irgendwie die Probleme versuchen zu lösen. Und dann bist du oft in Situationen, du hast die Probleme gelöst, du hast etwas trocken bekommen. Ich habe, kannst du reinstellen oder nicht, aber ausgeholt, Ich hätte auch gesagt, du musst schon ganz schön irre sein, teilzunehmen. Tut mir leid, ich bin da immer noch dran. Aber guck mal, hier siehst du mittlerweile wenigstens besser aus. Beziehungsweise vielleicht ist es auch von der Kamera oder sowas, wegen dem Mückenstichen der Arme. Oh. Hallöchen! Muah. Techniken entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass mein Shirt am Körper trocknet. Ich brauche nichts anderes, außer es darf nicht regnen und mein Shirt trocknet. Dann habe ich angefangen, meine Socken zu nehmen und sie in mein Hemd zu reiben, um die Feuchtigkeit von meiner Socke in mein Hemd zu transferieren, um dann mit dem Körper das Hemd wieder zu trocknen. War das trocken wieder mit der Socke. Solche Techniken. Ist er noch Bommel? Irgendwie was trocken zu kriegen. Der hatte das damals auch. Der hatte sich doch mit seinen nassen Klamotten in seinen Schlafsack oder einen Biwaksack oder irgendwas gelegt. Und es ging dann auch mit Körperwärme. Hätte ich auch niemals gedacht. Voll krass, oder? 3-4 Stunden. Hast ein Ergebnis. 4 Stunden Regen, alles nass. Und dann denkst du auch so, irgendwann Akzeptanz. Ja, ich bin nass. Ich stelle mich jetzt auf ein. Aber das muss man auch erstmal lernen, ne? Vielleicht hat er deshalb das gesagt vorhin mit Dankbarkeit, Thema Dankbarkeit. Vielleicht deshalb. Ja, dieses Akzeptanz, Dankbarkeit. Boah, hier glaube ich ist er auch gut. Oh Gott, der Arme, ey. 7 Tage lang. Gut gestochen, nass zu sein, 7 Tage lang mich verstecken zu lassen, 7 Tage lang. Kein Feuer anzukriegen, weil alles nass ist durch Flut und Regen. 7 Tage lang eine Dreiviertel Kokosnuss zu essen und den Scheiß durchzustehen. Hast du in der Woche irgendwann mal ernsthaft daran gedacht, abzubrechen, den Knopf zu drücken und dich abholen zu lassen? Der Gedanke aufzugeben. Es gab zwei Punkte in der ganzen Geschichte. Vor allem an Tag 2. Das war aber kein Punkt des Aufgebens, aber es war schon ein Mental Break, wo ich realisiert habe, das, was ich mir im Internet vorher angeguckt habe, an coolen anderen Survival-Videos. Stimmt, und er war ein bisschen von seinem Spot auch, glaube ich, enttäuscht. Ich weiß nicht, ob das am Tag 2 war, aber er war auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht, der Arme. Weil er hat gedacht, so Tropeninsel, kann man cool tauchen, Fische und sowas. Ja, stimmt. Stimmt, wir haben eigentlich gar keine Unterwasserfische oder sowas, aber das ging gar nicht. Es war ja nicht nur viel zu kalt, sondern auch zu krass irgendwie. Mit der ganzen Strömung und so. Weil er hatte ja auch mal ein Video aufgenommen mit diesen 24 Stunden auf einer tropischen Insel, wisst ihr noch? Und da hat er ja auch so Unterwasseraufnahmen und sowas gemacht. Ja, das war schon cool, aber schwer. Schwer. Schwer auf der Isla San José bei dieser krassen Strömung. Die sich also vorbereiten und machen mit, an ihren Traumständen mit Kokosnusspalmen und Bambus und Fischbär. Das ist es hier gerade nicht. Ich bin im kompletten Abfuck gelandet. Ich bin in einer kompletten Deponie, im Müll, im Schlamm, Urwald gelandet. So, das war so eine Realisation an Tag 2, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss irgendwie umdenken, aber da war nie der Punkt, dass ich abbreche.
der Gedanke, abbrechen zu müssen, war wirklich an Tag 5, wo der Magen-Darm-Infekt losging und ich plötzlich nachts aufstehe und Durchfall habe und dachte, okay, scheiße. Der Arme. Ich nochmal nachts, nochmal, und das über den ganzen Tag so ging, mehrfach. Und ich dachte, okay, ich krieg nicht raus, woran es liegt und ich muss eine Lösung dafür finden. Wenn ich das nicht hinkriege und das über 2-3 Tage anhält, dann muss ich raus, weil ich sonst... Ja, weil er, du vertrocknest. Du hast so viel Flüssigkeitsverlust auf einmal. Das ist bei Tieren auch so. Das lernt man direkt, wenn man sich einen Hund holt eigentlich. Hat man das erste beim Tierarzt gesagt, sobald der Tier, sobald das Tier oder halt auch der Mensch, ne, 2, 3, ich glaube bei 3 ist sogar die Grenze. 3, vielleicht 3,5, 4, I don't know, Tage Durchfall hat, man hat so krassen Flüssigkeitsverlust und man vertrocknet sozusagen. Und das ist übel. Wahrscheinlich umkippe. Das war der einzige Punkt, wo ich überlegt habe, dass es dazu führen könnte, wenn es sich verschlimmert. Wunderbar. Vielen Dank fürs Interview. Herzlichen Glückwunsch zu 7 geschafften Tagen und viel Spaß zurück in der Zivilisation. Alter, wie anstrengend das ist, einfach so ein kurzes Interview zu führen. Ich bin richtig fertig. Oh, der Arme. Essen, Essen. Wuhu, home. Essen, duschen. Nee, geduscht hat er bestimmt schon. Er hat ein anderes T-Shirt an. Voll krass. Joris, was geht bei dir? Das ist das vierte Video der 7-teiligen Interviewserie mit den Teilnehmern von Seven vs. Wild Staffel 2. Viel Spaß mit dem Interview von Wildcarder Joris. Mhm. Wir hauen die jetzt einfach alle hintereinander, Staffel 2 war deutlich extremer. Der Standort hat sich geändert und es gab unterschiedlich viele Gegenstände für die verschiedenen Teilnehmer. Wie hast du dich auf das Ganze vorbereitet? Okay, meine Vorbereitung war primär theoretisch tatsächlich. Also ich habe viel gelesen über die Tierwelt, über die Pflanzenwelt. Ja, genau, mit dem Wasser, ja. Stimmt, sorry, das hatte ich nicht, das Wasser ist ja auch nicht 100% sauber, ja. Das ist halt auch noch, das gehört auch noch dazu. Um halt vor Ort zum einen viel zeigen zu können und zum anderen halt auch Nutzpflanzen zu finden. Denn wenn du weißt, welche Pflanzen essbar sind, dann ist es vor Ort ein großer Vorteil, falls du kein Feuer anbekommst. Ja, wie habe ich mich noch vorbereitet? Natürlich einen Haufen YouTube-Videos geguckt, Dokus und sonstiges Zeug. Also war alles Mögliche dabei. Ich war auch mal auf dem Acker und im Wald, habe ein bisschen was an Shelterbau geübt. Aber nicht wirklich viel. Ich habe auch tatsächlich hier mein allererstes richtiges Shelter gebaut. Also primär theoretisch tatsächlich, ja. Im Vergleich zu Staffel 1 gab es aber noch eine große Änderung. Wie war der Drop-Off-Tag für dich? Ja, also der Morgen war wirklich besonders, weil ich habe relativ gut geschlafen tatsächlich. Das erste Mal seit Tagen. Ja, es war ein bisschen so wie so im Film, sage ich mal. Also es war ganz, ganz komisch. Und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es war einfach geil. Also dieses Feeling, wie du da in den Bus steigst und dann fährst du zum Flughafen, fliegst du fliegst du mit dem Flugzeug rum. Ist geil. Und auch der Drop-Off natürlich vom Heli war absolut atemberaubend. Geil, so geil. Es war richtig, richtig geil. Hat so Spaß gemacht. War Bombe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nach dem Drop-Off fliegen die Helis von dir weg und du bist zum ersten Mal richtig alleine. Wie war das für dich und was waren deine ersten Schritte? Also tatsächlich war das allererste, was ich gemacht habe, von links nach rechts zu checken, was kann ich alles nutzen, was kann ich wie nutzen, was gibt es vor Ort auch an Müll, an Pflanzen, an Tieren, was kann ich verwerten, was vielleicht nicht und welche Möglichkeiten gibt mir das Ganze, sodass ich erstmal einen groben Überblick habe. Dann war mein Plan, 20 Minuten den Strand abzusuchen, das habe ich auch getan. Ja, lief alles super. Check, check, und da haben wir wieder die Checkliste. Check, 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 check. Die Isolation, die damit einherging, die war tatsächlich ziemlich easy. Also ich hatte damit weniger ein Problem, alleine zu sein tatsächlich. Ja, es war natürlich eine extrem neue Situation und das erste Mal, dass es so wirklich in dieser Situation war. Aber so, ja, war eigentlich geil. Ich sag's, es ist einfach mal Ruhe und man hat Zeit für sich selbst, man kann sich auf Dinge konzentrieren, Projekte im Kopf abarbeiten, das ist geil. Okay, Isolation war also kein Riesenproblem für dich. Wie bist du aber mit den Tropenstürmen umgegangen, die an Tag 3 angefangen haben? Der Donner ist bis ins Knochenmark durch, das war wirklich geisteskrank. Also das kann man nicht anders sagen. Das war wirklich, wirklich krass. Und ja, es war eine extrem geile Situation irgendwie, weil man genau gewusst hat, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt werde ich richtig rangenommen von Mutter Natur. Und es war halt auch irgendwo, war gut. So, das hat wirklich Spaß gemacht, weil es dann wirklich herausfordernd wurde. Und für mein Shelter war es nicht ganz so geil. Das musste ich dann umziehen, ich glaube an Tag 3 oder 4. Aber nicht zuletzt halt eben auch durch die Gezeiten. Trotzdem, diese Gewitter, die haben halt so ein Ambiente gegeben von Survival und ja, Überleben, das war richtig gut. Was war dein persönlich größtes Problem in den 7 Tagen? Überleben, mein größtes hat er Problem war tatsächlich, mit Misserfolgen umzugehen. Ich hatte zum Beispiel einen Feuerstahl dabei,
Der hat die ersten drei Tage gar nicht funktioniert. Ich habe kein Feuer angekommen, was mich so gefrustet hat, weil ich war in Deutschland, ich habe geübt mit trockenem Gras, mit allem Möglichen und selbst mit den Kindern, mit denen ich es geübt habe, hat es immer problemlos funktioniert. Gar kein Problem. Jetzt bin ich dort gestanden, habe es vier Stunden lang versucht. Und es hat problemlos funktioniert. Mit trockenem Gras, mit allem Möglichen und selbst mit den Kindern, mit denen ich es geübt habe. Dass es alles so bei Kindern gezündet hat. Problemlos funktioniert. Gar kein Problem. Sorry. Jetzt bin ich dort gestanden, habe es vier Stunden lang versucht und es hat einfach nicht geklappt. Das war sehr frustrierend. Also für die Kinder. Aber insgesamt war das dann auch irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, fuck it, geht weiter. Und dann war das auch irgendwann okay. Aber dieser Umgang mit Misserfolg war das, was mir am meisten zu schaffen gemacht hat. Auch in dem Bezug, dass zum Beispiel mein Feuerstahl dann an Tag 5 von den Wellen mitgerissen wurde. Ja, und was nimmst du Positives aus der Woche mit? Ja, also die positivsten Sachen sind natürlich mal wirklich alleine zu sein in der Natur. Das ist atemberaubend. Du hast irgendwie so viele Eindrücke und gleichzeitig auch so wenige. Das ist wirklich, das ist so ein Erlebnis. Ich glaube, das haben ganz, ganz wenige Leute. Und dafür bin ich halt unglaublich dankbar. Das ist nicht normal, dass man sowas hat. Das nehme ich vollkommen recht. Mit dann dieses persönliche Wachstum, das man dadurch auch mitmacht, definitiv. Also man lernt Sachen über sich selbst kennen. Das hört sich jetzt so ein bisschen psychotatenmäßig an, aber ist krass. Also wenn man mal wirklich Zeit hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen und halt ja auch Zeit hat, über Dinge nachzudenken, die im Alltag nicht so die Zeit finden, ist geil. Richtig geil. Gab es für dich in diesen 7 Tagen mal einen Moment, an dem du ernsthaft überlegt hast, den Knopf zu drücken und dich abholen zu lassen? Der Moment, an dem ich ganz safe abbrechen wollte, war tatsächlich an Tag 3, als es wirklich geschüttet hat. Und da hast du gemerkt, okay, jetzt geht es nicht um irgendwie so einen Dschungelurlaub oder so einen Strandurlaub, sondern es geht wirklich darum, zu kämpfen. Zu arbeiten, zu kämpfen. Du hast kein Essen, du hast Trinken aus einer Quelle. Mama hat sich auch erschrocken. Im Urwald. Das ist nicht ganz so geil und vielleicht auch nicht ganz so bekömmlich für den Magen, wer weiß. Und da habe ich halt gemerkt, so okay, das ist nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern deutlich, deutlich krasser. Und auch alles, worauf ich mich vorbereitet hatte in der Vorbereitung, war für den Müll im Endeffekt. Also genau deswegen, es kam alles anders und da hatte ich dann die ersten Struggles, so okay, möchte ich abbrechen. Aber der Wille durchzuziehen war viel zu krass und ich hätte niemals diesen gelben Knopf gedrückt. Komme, was wolle. Sehr starke Leistung. Du hattest ja glücklicherweise ein paar Leistung. Gegenstände dabei. Welchen Datum? Hattest du? Datum. Heute. Das Datum. 9. So, aber nicht dabei, den du gut hättest gebrauchen können. Also die Gegenstandswahl von mir war tatsächlich, finde ich persönlich gut. Aber dadurch, dass ich kein Feuer anhatte, bringt dir auch der Topf nichts. Und ja, dadurch sind 2 von 3 Gegenständen schon mal hinfällig. Wenn ich noch einen weiteren mitgenommen hätte, wäre das vielleicht der Wasserfilter gewesen oder das Moskitonetz, je nachdem, was halt jetzt ausgetauscht werden würde oder halt eben auch nicht. Aber so ein Moskitonetz wäre richtig geil gewesen, sag ich ganz ehrlich, weil die Moskitos, die haben einen aufgefressen. Die waren schlimm. Auch die Sandfliegen, die wollten einen einfach töten. Das war unglaublich. Ihr habt eine Menge durchmachen müssen. Würdest du deinen besten Freunden so eine Erfahrung guten Gewissens empfehlen oder wünschen? Sofort. Okay. Also ganz ohne zu zögern würde ich sagen, ey, mach doch einfach. Was hast du zu verlieren? Du lernst was über dich selbst. Du lernst, ob du so einer Extremsituation gewachsen bist. Das ist extrem geil. Also das mal gemacht zu haben, ist wirklich ein unglaubliches Privileg. Deswegen sofort. Hammer. Dann herzlichen Glückwunsch fürs Durchhalten und viel Spaß zurück in der Zivilisation. Geil. Danke dir. Schickerin meiner Mom hinterher. Voll süß, ey. Cute. Mega süßes Interview. Sehr cool. Hab's sehr genossen. Oh, jetzt kommt noch Otto, Nova und Knossi. Knossi längst das Interview. Ah, nee. Genauso wie Sascha. Sascha hat das längste Interview. Okay. Waren wir Otto? Otto, Nova? Otto, heben wir uns da das auf! Das ist das 6. Video der 7-teiligen Interview mit den Teilnehmern von Seven vs. Wild Staffel 2. Viel Spaß mit Otto, heben wir uns auf! Von Nova. Und bevor es losgeht, entschuldigt bitte die schlechte Audioqualität. Uns ist leider eine Datei kaputt gegangen, weswegen wir mit dieser Qualität Vorlieb nehmen müssen. Der Drop-Off war in dieser Staffel deutlich extremer. Erzähl uns bitte, wie der Tag für dich abgelaufen ist und wie du ihn wahrgenommen hast. Ja, Sie hatten Bikini an. Ja, durchwachsen. Also wir sind ja angekommen, beziehungsweise mit dem Flugzeug nach Dingsel geflogen. Und dann wurde uns ja auch beim Start sozusagen gesagt, ja, hat jemand irgendwie Seekrankheit, sonst irgendwie, will jemand eine Seekrankheit nehmen. Da war für uns halt schon klar, man hat natürlich als Teilnehmer hat man super viel irgendwie so schon probiert rauszufinden, okay, weil wir wussten ja gar nichts. Und dann haben wir aber ein bisschen gedacht, so, okay, vielleicht Helikopter, vielleicht
Warum haben die das nicht einfach ein bisschen höher gemacht, das Stativ? Also, I don't get it. I don't get it. Hä? So, und dann durch die Seekrankheit. Ich habe gerade die Maus halt genutzt, aber mir ist eingefallen, die Maus geht ja weg. Heute waren wir halt so, ja, okay. Es ist wie Staffel 1, wir fahren mit dem Boot raus, jeder zieht sich nackt aus, packt seine Sachen in Dryback und dann jala Abfahrt, so. Jana, ja, let's dann, go! Kommen wir da an mit dem Flugzeug. Dann stehen da drei Helikopter und dachten wir uns aus. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr große Überraschung. Und keiner wusste halt auch irgendwie so richtig, so, was jetzt genau passiert. Und dann wurden wir eingeteilt, sind hochgeflogen und ab da war man irgendwie einfach voll in dem Film drin. Also da bist, man ist über die ganze Insel geflogen, unter einem so diese komplette grüne Hölle. Also das war richtig krass. Und dann diese, also das Adrenalin, ich meine, mein Herz ging auch so richtig klopfen, als es dann hieß, ja, okay, Nova, spring jetzt raus. Let's go! Jump! Also kompletten Klamotten an. Also ich hatte Handschuhe an, meine Wanderstiefel, so, ich war komplett bekleidet. Ich hatte noch meine Regenjacke unter dem Arm und meinen Hut. So, und in der anderen Hand noch eine GoPro, so für die schönen Aufnahmen dann auch noch. Und ja, bin da halt reingesprungen. Halt, schlimm. Ich habe auch das eingeschätzt, dass ich so ganz andere Probleme haben werde vor Ort. Also beispielsweise Wassergewinnung, da habe ich mir übelst den Kopf drüber gemacht. Und ja, gut. So, ja, eventuell Salzwasser deswegen in Plastikflaschen sammeln, sonst irgendwie was. So. Kokosnusswasser, ich hatte mein Wasserfilter ja auch dabei. Ja. Krass, aber wie sie an Plastikflaschen dann eigentlich schon davor höchstwahrscheinlich gedacht hat. Ich hätte es nicht erwartet irgendwie, keine Ahnung. Das war gar kein Problem. Also das sehr schockiert. Glücklicherweise eine Süßwasserquelle, aber es war super spannend, weil einfach manche Probleme waren, über die man sich gar nicht Gedanken gemacht hat und dann andere Probleme, die man als so fast schon gelöst irgendwie erachtet, so, die waren halt richtiger Struggle. So, also es war. Was wäre ein Beispiel für so ein Problem oder was war dein größtes Problem in den Tagen? Hallo. Also für mich persönlich das größte Problem, Isolation 100%. Also das hätte ich nie so erwartet, dass einen das so sehr mitnimmt und dass einen das so, also mich besonders als Mensch, was jetzt vielleicht, wenn ich das so betrachte, auch vielleicht Sinn ergibt. Ich bin ein sehr sozialer Mensch, so, ich meine, ich mache Streamerin, so, also ich so, wenn man mir halt diese Komponente nimmt und auch so, ich bin ein super familiärer Mensch, also mir ist meine Familie richtig wichtig, so, ich habe mit denen jeden Tag Kontakt und auch, ich auch meine Freunde, meine Liebsten, so, das sind alles Menschen, mit denen ich immer irgendwie im Austausch bin. Und das ist so ein Beispiel dessen, dass ich nicht erwartet hätte, dass 4 Tage ohne menschlicher Kontakt, dass mich das so an mein Limit bringt, dass ich wirklich, also dass es nicht mehr ging, dass es wirklich so schlimm war, dass ich so wirklich Panikattacken bekommen habe und das hätte ich nicht. Ich hätte mit so vielen anderen Dingen gerechnet, mit Krokodilen, Schlangen, Spinnen, sonst irgendwie was. Aber das ist dann im Endeffekt einfach leider was ein banaler Fakt ist, dass ich mit Isolation, dass mir das viel zu viel war, hätte ich auch nicht gedacht. So muss man halt erstmal erfahren, um das dann Du hast gerade eben schon angedeutet, verrückte Dinge gefunden zu haben. Was war so das Verrückteste, was du gefunden hast? Es war auf jeden Fall ein Säugetierknochen, der noch Fleisch obendran hatte. Und der Knochen unten so rausgeguckt hat und der Knochen war schon so richtig wabbelig, weil er schon so lange im Meer war und es war so ziemlich widerlich, weil ich mir nicht gedacht habe, so, es war auch ein echt großer Durchmesser. Also es Kopf, muss, oder? Ich weiß nicht, was das gewesen ist. Also es muss irgendein großes Säugetier sein, was da anscheinend irgendwie von irgendeinem Meeresbewohner vergnügsfergelt wurde. Also es war schon teilweise echt sehr widerlich. Ich habe Flipflops in allen Crocs, auch ultra viel gefunden, in allen möglichen Sorten. Crocs, da haben wir sie wieder. Autositze? Drucker. Ich habe einen Drucker gefunden. Also in Einzelteilen, wo ich dann einen Teil auf der rechten Seite und einen Teil auf der linken Seite gefunden habe. Also wirklich ganz verrückt. Auch teilweise so aus so Schaumstoff, so Zeichnungen, die Kinder in der Grundschule machen. Das war dann irgendwie so ein spanischer Name. Ich weiß nicht mehr genau, ich kann es nicht genau lesen, weil ein bisschen was abgeblättert war. So eine Polizei, so ein Sheriff-Ding oder so. Also so Kindersachen. Ich habe Fußball gefunden. Wie ist es für dich, jetzt wieder in der Zivilisation zu sein? Freust du dich? Bist du wehmütig, abgebrochen zu haben? Wie geht es dir allgemein mit der Entscheidung? Also der Moment, an dem ich so für mich selbst entschieden habe, so ich drücke den Knopf jetzt, ich kann nicht mehr, war richtig hart. Ich habe da auch klar geweint, weil ich so erleichtert war, aber andererseits auch einfach war ich auch so enttäuscht irgendwie von mir selbst und war so, das ist doch jetzt nicht wahr und ich wollte halt diese 7 Tage so krass durchziehen und war, ja, für mich war das richtig schwer und ich war teilweise auch super enttäuscht von mir selbst, super sauer, aber habe halt auch einfach realisiert, so es geht nicht mehr, so ich musste jetzt abbrechen und es war richtig schlimm, war wirklich ein Hin und Her, aber ich bin
umso dankbarer jetzt wieder. Ich meine, ich bin keine Survival Queen, so, das ist nicht mein Content. Und ich habe mich trotzdem mit der Aufgabe gestellt und ich habe es trotzdem gemacht. Und klar, ich bin jetzt nur zum vierten Tag. Respekt, riesen Respekt, ey. Ich glaube, dafür muss ich mich jetzt selber nicht irgendwie strafen oder da jetzt nein. Sauer auf null. Mich sein. So, ich habe es versucht so und da hat jeder hat auch andere Bestes gegeben. So, und da war meine. Und genau, ich bin so dankbar, wieder in der Zivilisation zu sein. Ich schätze auch teilweise Sachen ich. Irgendwie wert, die einfach eine Normalität sind, so eine Dusche. Das war ja, so Mann. Schön, eben zu duschen. Ich. Das war, ich habe davon geträumt, dass ich duschen gehen darf. Also solche yeah. Sachen, so Kleinigkeiten einfach, die man einfach wertschätzt. Und für mich auch nochmal so, dass ich auch so dankbar bin, dass ich so ein liebes Umfeld habe, das ich so gerne mag und die auch so eine Nähe gehört haben und so. Und ja, und dass ich nie wieder im Leben so lange isoliert sein möchte. An Tag 3 hat es ja angefangen, richtig stark zu gewittern. Wie war das für dich, so etwas ohne Schutz zum ersten Mal hautnah mitzuerleben? Also das Unwetter an Tag 3 war auch für uns Teilnehmer richtig krass. Ich weiß nicht, wie es für die anderen ist, aber ich denke, die waren auch so geschockt, so wie ihr, wie auch ich es war. Es war wirklich sehr gruselig, besonders so, man kennt ja so Tropenstürme und sowas irgendwie vom Hörensehen. Aber sowas mal selber mitzuerleben, dass halt so ein krasses Gewitter mal ist und man halt eigentlich ausgeliefert ist. Bei mir halt auch noch in Kombination dann, dass ich ja am Strand war, ganz oben, und dass halt die Ebbe bzw. die Flut angestiegen ist, anstatt den Tagen davor. Deswegen halt auch mein ganzes Shelter zusammengekracht ist über mir, als ich geschlafen habe und sowas. Das war schon, also da hatte ich schon echt Angst, dass ich lag wirklich in meinem Biwaksack so. Ich habe immer so ein bisschen rausgeluschert und dachte, die Welt geht unter. Also das war schon echt nicht ein schönes einfach. Gefühl, so die Naturgewalten so ausgesetzt schlimm, zu sein. Schlimm, ich habe mir echt einfach mal gewünscht, ein Haus zu haben oder ein Dach. Was nimmst du Positives für dich aus dem Projekt mit? Also in den 4 Tagen habe ich für mich auf jeden Fall gelernt oder so mitgenommen, dass ich sowas machen kann und dass ich mich auch, also dass ich die Challenge halt auch angenommen habe. Und das war für mich schon mal so ein krasses Learning, einfach so diesen Mut zu haben, Sachen zu tun. Und halt auch der Grund, wie gesagt, meines Ausstiegs, dass ich halt ein unendlich sozialer Mensch bin und dass ich das einfach für mein Leben auch einfach brauche. Und dass, wenn mir das fehlt, dass ich so nicht existieren kann. Und ich möchte nie wieder in meinem Leben 4 Tage isoliert sein. Das habe ich auch mitgenommen. Aber es war eine schöne Erfahrung. Ich bin über mich rausgewachsen. Und auch wenn für andere die Grenze woanders liegt, lag da meine. Und ich habe sie halt trotzdem. Jede Grenze ist anders, Leute. Deshalb, ich finde, sie hat sich sehr gut geschlagen. Würdest du deinen besten Freunden so eine Erfahrung wünschen oder sogar empfehlen? Nein. Empfehlen würde ich das tendenziell, glaube ich, niemandem, wenn ich ehrlich bin. Bestimmt gibt es Menschen da draußen, ehrlich. Die jetzt auch schon sagen, so, ja, also ich hätte das anders gemacht, ich hätte 7 Tage absolut durchgehalten und ja, meine Güter, aber um ehrlich zu sein, also ich glaube, niemand ist sich bewusst, wie krass das war. Ja. Und auch wenn man so die erste Staffel geschaut hat und so, das jetzt ganz ehrlich, so, das sind alles so viele Laberababer. Macht's doch erstmal nach und dann könnt ihr erstmal mitreden. Wisst ihr, dieses immer dieses, ich kann das viel besser. Jeder macht's nach. So, dann, beziehungsweise mach's. Und dann reden wir weiter. So, Thema beendet. So, meine Güte, was soll das? Von außen mitbekommen, da wirklich vor Ort zu sein. Und man sieht ja auch selbst in der Ausstrahlung dann immer nur kurze Momente. Aber 4 Tage komplett. Du sitzt da, mein Entertainment war ein Hai. Ein Hai. Ich habe gedacht, oh krass, das ist mein Abendentertainment. Ein Hai, der von A nach B schwimmt. Also es war wirklich eine unglaublich krasse Erfahrung. Ich glaube tatsächlich, also vor 100, 200 Jahren, wenn die das damals gemacht hätten, wäre das nicht so schlimm wie in der jetzigen Gesellschaft, weil wir haben Netflix, wir können swipen alles. TikTok, die ganze Zeit swipe, Instagram, ganze Social Media, wir swipen schnell, zack, ding. Wir beschäftigen uns mit 1000 Sachen an einem Tag, 420 Stunden. Früher war das nicht so. Deshalb, also der Mensch hat sich halt auch echt geändert und es ist halt echt schwer heutzutage so, weil wir sind mega krass verwöhnt. Und ja, ein Haifisch als Highlight. Es ist mega geil, aber es ist ja nur einmal passiert, der Haifisch, ne? Ich glaube, der hatte den nur an einem Tag. Krank seid, dann macht das. So, haut rein, aber ich persönlich muss sagen, ich erhalte eigentlich schon viel aus. Ja, aber es war toll, war spannend, aber
so eine Empfehlung würde ich jetzt nicht aussprechen. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch für deine Leistung und viel Spaß zurück in der Zivilisation. Danke euch. Endlich in den verdienten Feierabend. Ich zeig die Szene jetzt nicht nochmal, aber das hätten sie wegschneiden können. Jetzt mal im Ernst. Naja, wie auch immer. Ja, Nessie, 7 Tage ohne Smartphone, schaffst du das? Ich will es nicht schaffen, ganz ehrlich. Nö.